Exzellent. Ja, schmeckt toll. Das ist nur der Vorgeschmack. Ich habe gehört, dass von diesen Zigarren hier eine ganze Lieferung beschlagnahmt wurde. Ihr werdet sie mir beschaffen. Wir sollen Zigarren klauen. Wo ist das Problem? In unseren Nachtclubs werden sie uns gute Zigarren aus den Händen reißen. Es wirkt wie, keine Ahnung, Kinderkram. Du warst schon immer viel zu schlau. Dir macht man nichts vor. Kinderkram trifft's ganz genau. Danach soll es aussehen. Die Zigarren sind nur Tarnung für heiße Steine. In einigen Kisten sind geschmuggelte Diamanten. Aber die Feds haben sie nicht gefunden. Wir stehlen Diamanten von den Feds? Keine Sorge. Ich habe schon alle Einzelheiten mit Sam hier geklärt. Er sagt's euch. Jetzt muss ich den Bürgermeister in seinem Lieblingsherrenclub treffen. Schmiedet gemeinsam den Plan. Aber ich will die Zigarren, bevor jemand der Warenbeute auf die Spur kommt. Verstanden? Klar, Boss. Gut. Und trink nicht meinen besten Fusel. Wusstest du das? Wir haben gestern drüber gesprochen. Wir haben einen Plan. Es ist kein guter Plan, aber wir gehen nicht drauf. Wahrscheinlich. Na los, hilft uns dort jemand oder was? Nein. Wir sind auf uns gestellt. Das wird schwierig. Die Zigarren sind in Kisten am Hafen. Scheiße. Der Laden wird bestimmt gut bewacht. Ja, Gewalt hilft hier nicht. Wir machen's mit Köpfchen. Wir klauen einen Zolllaster und sind drin. Gott, müssen wir den armen Fahrer umbringen? Nein, wir jagen ihm Angst ein. Wir wollen nur seine Papiere. Gut, ich will keine Leiche loswerden müssen. Los, suchen wir nach einem Zolllaster unten bei den Docks. Alles klar, Tom? Ja, ich frag mich nur, was dahinter steckt. Dahinter steckt? Der Boss hat einen Job für uns und wir machen ihn. Es scheint nur verdammt riskant. Sogar für Diamanten. Wenn wir geschnappt werden, buchten sie uns lange ein. Dann dürfen wir nicht geschnappt werden. Oder? Ja. Ich habe am Hafen Sachen für den Auftrag versteckt. Geht zu Winnie, wenn ihr was Spezielles braucht. Ich brauch was hinter die Binde. Mann, Pauli, lass es doch mal einen Abend gut sein, bitte. Los, gehen wir. Hör auf. Du machst mich nervös, wenn du mit dem Ding spielst. Entschuldigung. Mir geht nur eine Menge durch den Kopf. Ach ja? Dachte, da oben wäre gar nicht so viel Platz. Schaut euch ruhig tot. Glaubt wohl, ich hätte keine Pläne. Falsch gedacht. Ich habe große Pläne. Ach ja? Raus damit. Woran arbeitest du? Spiel mit dem Gedanken, eine Bank in der Stadt auszurauben. Eine Bank überfallen? Klar. Ich beobachte den Laden seit Monaten, hab alles genau geplant. Ich brauche nur ein paar Männer, die mir den Rücken frei halten. Ein Banküberfall ist etwas zu groß für uns. Wir beklauen doch auch die verkackten Feds, oder? Wo ist der Unterschied? Salieri ist der verdammte Unterschied, du Schwachkopf. Der Don wollte diese Zigarren haben. Ein Banküberfall segnet er nie ab. Muss er ja nicht wissen. Du willst den Don hintergehen?
Nein. Nicht wirklich. Wir können ihm ja nach dem Ding einen Teil abgeben. Er wird sauer sein. Aber nur, bis er seinen Anteil hat. Ich weiß nicht, Pauli. Ja, ich weiß auch nicht. Tu, was du willst. Ich werde nichts sagen. Ich habe dir viel zu verdanken, aber wenn Salieri herausfindet, dass du hinter seinem Rücken arbeitest, landest du neben Morello. Keine Beute der Welt ist das wert. Er hat recht, Pauli. Frag den Don oder vergiss es. Ja, ist ja nur ein kleiner Traum. Wach auf. Wir sind da. Tom, du nimmst die Karre. Such einen Zolllaster und triff uns beim Zolldepot. Wir holen das restliche Zeug. Gut. Bist du bei der Sache? Ja, ernst wie ein Priester. Genau das habe ich befürchtet. Mach dir keine Sorgen. Alles klar. Heaven Art Gallery welcomes you to their upcoming exhibit. Bear witness to the rise and fall of empires. Park dort drüben, Tom. Wo ist meine Uniform? Hä? Mehr haben wir nicht, Kumpel. Vorne haben nur zwei Platz. Du sitzt hinten. Lass dich aber nicht blicken, sonst gehen wir baden. Quatsch nicht. Ich weiß, was ich tun muss. Hm. Das erzählst du sicher allen Mädchen. Los! Wow, 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 wow. Los, Bewegung! Ist ja gut, ist ja gut. Verflucht. Gemütlich da hinten, Tom! Was zur Hölle denkst du? Was haben wir für den Abschlepphof geplant? Keine Ahnung. Nach Kisten aus Kamerun suchen oder so. Wo die Zigarren herkommen. Weißt du, wie groß der Hof ist? Keine Sorge. Um diese Uhrzeit ist da nichts los. Wir haben freie Hand. Ach, Mist. Pete, hast du die Papiere? Im Handschuhfach. Was war das? Was war was? Was? Hier, bitte. Fahr weiter. Heute ist viel los. Wird schwer, einen Platz zu finden. Hast du das gehört? Das wird viel los sein. Passt schon. Wir müssen nur schnell reagieren. Genau das fällt mir schwer, Sam. Das weißt du doch. Wart ihr denn so lange? Wir müssen bis Sonnenaufgang die Lieferungen überprüft haben.
Ja, Entschuldigung. Wir konnten unsere Papiere erst nicht finden. Zeig, was wir tun sollen. Wir sind neu. Wir sind alle neu hier. Aber einige von uns wissen, wann es losgeht. Kommt mit! Okay, Tom, das ist was für dich. Geh in die Lagerhalle und such nach der Zigarrenkiste mit den Diamanten. Okay. Hier wird über alles Buch geführt. Such also in ihren Akten. Du suchst nach Kamerun-Zigarren. Kamen in einem Boot namens The Bohemia. Angedockt am Dienstag, den 23. Klar? Ja. Nicht schnappen oder sehen lassen. Komm, wenn du fertig bist. Welche zu kaufen. Die Feds schieben heute Nacht Überstunden. Schlimmer als eine Nadel im Heuhaufen zu finden. Such einfach was, das fehl am Platz wirkt. Mit diesen Kisten werden wir nie fertig. Auch nicht in einer Woche. Dann wirst du für eine Woche bezahlt. Heul nicht. Das wird helfen. Los, Leute, macht schneller. Wenn wir mit den kleinen Kisten fertig sind, machen wir uns an die großen nebenan. Das Geld ist gut, aber diese Fets sind Arschlöcher. Hab ihn ganz... Interessant. Alles nur Müll. Nee, nichts. Thank you.
Mist. Der Hof ist so riesig. Also Jungs, überprüft jede Kiste, dann brechen wir sie auf. Es sind Hunderte. Oh, wie schön für euch. Habt die ganze Nacht zum Suchen. Das wird helfen. Ist nichts. Ihr auch nicht. Oh Mann, jetzt reicht's. Hab sie. Hier ist er. Ist alles drin, was wir haben wollten? Sieht gut aus, Jungs. Gut. Laden wir sie ein und hauen wir ab. Das ist die letzte. Verschwinden wir. Ich sitze nicht wieder hinten. Du bist sowieso der bessere Fahrer. Fahr uns nur nicht in die Bucht. Scheiße! Hört ihr das? Bringen wir die Zigarren wieder in Sicherheit. Achte auf die Straße, die Cops sind überall. Verdächtige fliehen in einem Zolllaster. Ich will überall Straßen sperren. Sind sicher alle Cops der Stadt unterwegs?
Verschwinden wir! So schnell du kannst, Tom! Machen einen weiten Bogen, Tom! Hat jemand den Laster gesehen? Erstattet Meldung, Leute! Noch ein Kontrollpunkt! Machen einen weiten Bogen, Tom! Hat jemand den Laster gesehen? Erstattet Meldung, Leute! Das ist eine Straßensperre! Finde einen anderen Weg, sie dürfen uns auf keinen Fall sehen! Hat jemand den Laster gesehen? Erstattet Meldung, Leute. Hat jemand den Laster gesehen? Erstattet Meldung, Leute. Scheiße! Noch eine Sperre! Finde einen anderen Weg! Wie viele Bullen sind hier draußen? Du musst einen anderen Weg finden.
Wie viele Bullen sind hier draußen? Du musst einen anderen Weg finden. Wo sind sie? Wir haben sie wohl abgeschüttelt. Ja, hoffentlich. Wo zur Hölle warst du auf dem Gelände? Wir wollten schon aufgeben. Es war ein Labyrinth. Ein Wunder, da was zu finden. Wenn wir sowas wieder machen, brauchen wir einen besseren Plan. Mehr Fakten. Warum? Er hat die Diamanten doch gefunden. Ja, aber nächstes Mal. Was? Wir klären vorher alles mit dir, weil du dich mit solchen Jobs auskennst? Leute, ich muss fahren. Wir wollen zur Lagerhalle zurück, ohne das LHPD an den Fersen, oder? Klar. Wir haben die Diamanten. Der Boss wird zufrieden sein. Mehr zählt gerade nicht. Nach der Schinderei mit den Kisten sollten die Diamanten so groß wie das verdammte Ritz sein. Bist du okay? Ja. Ja, aber ein paar Kisten sind jetzt durchlöchert. Wie schlimm ist es? Die ist am schlimmsten dran. Oh, sieht nicht gut aus. Der Don wird sauer sein, wenn die Zigarren ruiniert sind. Was zur Hölle? Scheiße. Das ist Stoff. Sicher? Ja, bin ich. Wo sind die Diamanten? Gibt keine. Das ist die wahre Beute. Nein. Nein, 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 nein. Der Don sagte, wir klauen Diamanten. Du kannst jede Kiste öffnen, das sind keine. Wir setzen unser Leben für diese Scheiße aufs Spiel? Sieht so aus. Beruhig dich, lieber Pauli. Der Don kommt. Scheiße. Wir sagen kein Wort darüber zum Don. Wenn wir es hätten wissen sollen, hätte er es uns gesagt. Er war nicht ehrlich. Ja, aber vorerst halten wir unsere Schnauzen. Klar? Ja, okay. Pauli? Ja, ja, ich werde nichts sagen. Gab's Probleme, Jungs? Eine der Kisten hat was abgekriegt. Wirklich? Na, ja, sieht nicht schlecht aus. Vielleicht sind ein paar Zigarren kaputt. Aber sonst sollte die Ware okay sein, Boss. Außerdem gibt's ja nichts Härteres als Diamanten. Außer meinen Schwanz vielleicht. Na, bravo, Jungs, bravo. Ihr könnt euch auf einen schönen Bonus freuen. Sollen wir die Kisten in die Lagerhalle bringen? Nein, ihr könnt gehen. Diese Idioten werden das übernehmen. Sicher? Was habe ich gesagt? Okay, Boss. Wir hauen ab. Sam, bring mich zurück zur Bar. Klar, Boss. Kommt ihr mit? Wir nehmen den Zug. Okay. Wir sehen uns. Verdammt! Ich hab die Schnauze voll! Hätten die uns mit dem Stoff erwischt, wären wir im Knast gestorben! Ja, aber was willst du machen? Hab ich dir schon gesagt. Die Bank? Ja. Egal, was Sam sagt. Ich hol mir den Zaster. Was springt raus? Machst du mit? Wir reden nur. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Welche Bank? Grand Imperial. Grenze North Park und Zentrum. Ja, war vor längerem mal da. Scheint nicht gut geschützt zu sein. Leichte Flucht, Kassierer, die sich wohl nicht wehren würden. Geht nicht allein. Mal sehen. Ich verkaufe keinen Teer für den Don, ohne dass wir beteiligt sind. Und ich weiß nicht, ich will die Straße nie wiedersehen. Welche? Auf den Knien. Arme Tussi kriegt was ab, weil sie uns in die Quere kommt. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Pech gehabt. So läuft es bei uns immer.
Ich sag's dir, Tom. Es ist perfekt. Ich hätte dich nicht dazu geholt, wenn ich von der Sache nicht überzeugt wäre. Wir werden sehen. Bevor was passiert, will ich Fakten. Falls ich geschnappt werde, ist es mit Sarah aus. Du musst an deine Familie denken, vergiss das nicht. Denk dran, was das für eine Chance ist. Achtung, Kumpel. Du hast keine Ahnung, wovon du gerade redest. Ja, ich weiß nicht, wie das ist, zur Familie nach Hause zu kommen. Aber deshalb mache ich das ja. Wer wird mich heiraten? Mit meinen fast 40 Jahren und der ganzen Reihe von Vorstrafen. Wenn's klappt, kann ich das hier endlich an den Nagel hängen. Wer weiß. Familienleben ist nichts für dich, Pauli. Nach einem halben Jahr verpasst du dir aus Langeweile eine Kugel. Mann. Ich bin schon seit langer Zeit so weit. Wir sitzen hier rum seit 6 Monaten. Spielen Karten, aber nur rum. Ich werde langsam faul. Dann geht alles daneben und ich muss wieder in Schwung kommen, sonst bin ich tot. Manchmal schlafe ich fast ein, wenn der Don von den guten alten Zeiten erzählt. Ich hab die Scheiße schon 1000 Mal gehört und am nächsten Tag fliegen Kugeln und ich scheiß mir fast in die Hose. Ich hab so die Schnauze voll, Tommy. Du suchst nach dem großen Ding. Klar, ein Wunschtraum. Jeder kleine Gangster träumt davon, sein letztes großes Ding zu drehen. Wenn wir das schaffen, keine Ahnung, dann könnte ich vielleicht sogar eine kleine Pizzeria oder sowas eröffnen. Klar. Aber wenn wir das machen, warten wir, bis alles wieder ruhig ist. Ha, ich hab dich schon an der Angel. Vielleicht.